und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Ja, ich glaube, wir haben uns in New York genügend aufgehalten. Und sollten jetzt langsam weitermachen, entweder mit der Hauptmission oder nochmal in unserer Siedlung schauen. Wobei ich glaube, wir sollten erst doch zur Siedlung schauen. Wir haben ein paar Siedlungsaufgaben gemacht. Für den Fall, dass dort interaktive Gespräche werden, hätte ich die auf jeden Fall noch ganz gerne mitgenommen. Und für den Fall, dass natürlich Missionen zu tätigen sind für die Siedlung, würde ich die natürlich so, das heißt, wir sind im Grenzland. Das ist der Dux, das ist. Okay, dann reisen wir nochmal schnell hin zur Siedlung. Passt. Wenn wir Glück haben, ist ja da gar nichts, dann können wir nämlich gleich weiter zur Mission. Das heißt, wenn wir Glück haben, also ich finde die Siedlungsmission spannend. Wenn wir Glück haben, ist da noch eine. Oder wenn ich Glück habe, ist da noch eine. Und es sind auch noch welche da. Ich mag die. Ich mag die Geschichte um die Devonport-Siedlung. Ich habe hier noch eine Tasse Kaffee da stehen. Ich bin noch nicht ganz wach. Irgendwie läuft das alles nicht ganz so wie ursprünglich von vornherein mal geplant. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe wesentlich mehr Zeit. Ich habe ja auch einiges gemacht und erreicht. Aber nicht so wie ich wollte. Ne? Ich habe die Pläne. Wofür sind sie denn? Du hast sie! Das, Connor, sind die Baupläne für einen Klappstuhl. Genial! Du wirst es nicht bereuen. Okay. Wir haben 3 oder 4 Männer getötet, damit wir jetzt in Zukunft, wenn wir auf den Kriegspart gehen, einen Klappstuhl eingraben können. Ausgraben, nicht eingraben. Connor! Gerade rechtzeitig! Ich leite gerade etwas in die Wege, das dich interessieren könnte. Was ist es? Die Pläne, die du mir brachtest. Glaube mir, sie waren all den Ärger wert. Ein Klappstuhl. Ich kann dir nicht folgen. Ich dachte, ich wäre anders. Ein Stuhl zum Klappen. Connor, du kannst die zusammenklappen und stapeln, lagern, transportieren. 1000 Stühle würden in mein Hinterzimmer passen. Es ist brillant. Ich werde ein Vermögen verdienen. Ein Klappstuhl. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Du wirst sehen, Connor. Du wirst sehen. Gut, dass er wenigstens von seiner Idee überzeugt ist, ein Klappstuhl. So, und das müsste am Herrenhaus sein. Die Stühle kann man übrigens auch gut stapeln. Die stellt man eigentlich übereinander. Passen da auch ein paar Hunderte irgendwo rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das Konzept des Klappstuhls weniger Platz braucht beim Stühlestapeln, als die Stühle direkt übereinander gestapelt, wenn sie denn so gefertigt sind, dass man sie halbwegs vernünftig übereinander stellen kann. Aber ich glaube, es ist weniger
Arbeit, die Sitzfläche und die Beine so zu konzeptionieren, dass die nur wenig Platz beim Übereinanderliegen brauchen. Und vor allem der Stuhlstapel hält sich ja dann durch die Beine gegenseitig und kann nicht so einfach umkippen. Während die übereinander gestapelte Klappstühle, die können umkippen. Und von der Raumersparnis kriege ich vielleicht auf die Höhe oder auf das Volumen 3 oder 4 Stühle mehr mit den Klappstühlen. Aber recht viel mehr dürfte unterschiedlich sein. Ich habe das Gemälde für dich besorgt. Brauchst du Hilfe beim Aufhängen? Du hast das sogar auf den Rahmen gezogen. Vielleicht noch nicht. Wie? Vielleicht noch nicht. Warum nicht? Komm, wir reden jetzt nochmal mit ihm. Das sind interaktive Gespräche. Können wir die Kriegsaxt wieder rausnehmen und dafür den Klappstuhl ausklappen. Jetzt guck nicht so, alter Mann. Was ist das, alter Mann? Nur ein altes Gemälde. Darauf bin ich auch schon gekommen. Warum packst du es nicht aus? Es zeigt etwas, was mir sehr nahe geht. Etwas, was ich im Moment noch nicht ertragen kann. Eines Tages bringe ich vielleicht den Mut auf, es wieder anzusehen. Aber noch nicht. Ich verstehe das, wer will. Da sollten wir ihm tatsächlich dieses Gemälde aus New York bringen. Es hat in der Tat sogar das Feuer überstanden. Da traut er sich nicht, das Bild anzugucken. Hey, es ist nur ein Bild, alter Mann. Es ist nur ein Bild. Ja gut, im Alter wird man seltsam. Ist mir ja auch schon so gegangen. Oder geht mir genauso. Ich bin ja auch schon ein alter Mann. Nicht ganz so alt wie Achilles, aber auch schon alt. Connor, gut, dass du hier bist. Die gekauften Pläne, die waren nicht nur für einen Klappstuhl. Oh nein! Da war noch etwas dabei. Etwas ganz Erstaunliches. Eine Flugmaschine. Entworfen von Leonardo da Vinci persönlich. Ich habe sie gebaut. Ha! Du darfst der Erste sein, wenn du willst. Ach, das funktioniert doch nie. Du wirst fliegen können. Schweben wie ein Adler. Und das geht? Da Vinci war einer der größten Denker der Menschheitsgeschichte. Das hat damals schon nicht funktioniert. Der brillanteste Geist, den es je gab. Ich garantiere dir, dass es geht. Willst du es versuchen? Ja. So ein Gerät könnte sehr nützlich sein. Und wer stellt die Feuerschalen auf? Saugeil. Ich bin nicht nass. Frag mal Ezio, wie das da
nicht funktioniert hat. Na, naja. Hoch. Es ist aber auch manchmal wirklich schwierig mit ihm. Lance, wir müssen reden. Hat er sich verpisst, der Feigling? Bleib du mal bei deinen Klappstühlen. Hier klappe ich auch gleich eine, den falte ich, wenn ich das nächste Mal sehe. Mann, Mann. Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir schauen zu, dass wir hier zur nächsten Mission kommen. Ah, ein Schluck Kaffee zwischendrin. Also, wer von euch hat jetzt hier was anderes erwartet? Wer das Let's Play vom zweiten Teil gesehen hat, der weiß ganz genau, dass Leonardo noch eine entscheidende zusätzliche Idee hatte. Kriege ich das jetzt auch noch irgendwann irgendwie hin mit dem hier? So, Markierung setzen und schnell reisen, ja. Weil dann kriegen wir das nämlich auch noch hin, dass wir hier zur Hauptmission kommen, ohne dass ich da mal quer durchs ganze Grenzland renne. Was wird hier mit dem Fliegen, ob Lance jetzt auch eine geniale Idee hat? Wir müssen diese Position halten, solange es nötig ist. Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Die Opfer, die eure Brüder gebracht haben, dürfen nicht umsonst sein. Komm noch, mein Freund. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Wo ist Charles Lee? Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwindet. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Alle mal zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Waffe. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Gute Chance, mein Lieber. Jetzt haben wir hier wieder so ein strategisches Gefecht. Aufhalten.
wird sie aufhalten. Das verschafft uns mehr Zeit. Wir schlagen sie doch noch zurück. Ist das, ich weiß, wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Ich erledige das. So. Dann haben wir da erst auf jeden Fall das verhindert, glaube ich, hoffe ich. Alleine! Mehr habe ich nicht mehr Zeit, um jetzt noch. Ah ja, okay, gut. Sie haben es einigermaßen geschafft, hier eine Linie aufzubauen. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Naja, natürlich. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Natürlich. Er zwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war. Oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein. Sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken, so werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Ich. Zu sagen, Washington sei wie Trump, ist mit Sicherheit nicht gut. Oha, aber das haben wir ja gut hingekriegt. Ich dachte, ich hätte satirisch versagt ganz am Anfang, aber. Das habe ich mit dem Kanonenschießen dann doch nicht ganz so falsch hingekriegt. Okay. Bin ich nun nicht wirklich böse darum? Es ist was passiert, Desmond. Abstergo hat dein Dad. Das ist gar nicht gut. Italien, da wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr.
Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Aha. Ich wusste immer, dass es dazu kommt, nur nicht so bald. Ich frag mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil Ihres Plans? Wollen Sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten Sie Ihre neue Welt, reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen, das wäre in seinem Sinn, unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann, keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Tschö. Ich habe gehört, dass es tatsächlich solche Menschen in Situationen wie Deathband geben soll, wo dann die Eltern oder ein Elternteil. Die wissen, dass ich hier arschig ist, die wissen, dass sich arschig verhält, verhalten hat. Das war eine schlechte Idee. Wobei alle Menschen, die ich kennengelernt habe, bei denen das so ist, die haben sich dann in so einer Situation anders verhalten. Wie das macht. Okay. Ihr lasst mich jetzt schön brav in Ruhe hier einfach durchgehen, oder? Ihr Ihre braucht nicht aufs Wort. Kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Miles. Ja, dann lass deine Wachen abkippen. Lassen Sie mich durch. Bändigen Sie das Objekt, bitte. Lass sie abtreten oder ich lass sie abtreten. Hallo, B. Knüppel nehmen. Plündern? Geht nicht. Mein Unterschied zwischen dem Real Life und dem Animus ist, dass ich hier für die Angreifer keine Zielmarkierung habe. Natürlich. Warum auch nicht? Wo ist mein Vater? Du willst doch was ich dabei habe. Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Sekunden. Du musst den Rest des Weges klettern. Ja. Den Aufzugsschacht hochzuklettern. Denn da drüben, da. So. Wir müssen ihn finden! Der kann nicht weit sein. Wo ist er? Kuckuck. Dein Dad könnte überall sein.
Nein. Schon gut. Auf der Seite ist er nicht. Kuckuck. Hi du. Grüß dich. Idiot. Der glotzt da bloß dumm. Lässt sich verprügeln. Was bist du für ein Wachmann? Also, entweder du kommst und greifst an, oder du rennst weg, aber... Doch nicht mit ihm. Philipp fand sie so zwischendrin und mit der Pistole schießen ist unfair. Wollte ich dir nochmal gesagt haben. Ich wollte ein menschliches Schild nehmen, aber irgendwie... Ja, kommt der nächste, genau. Geh mal da runter. Ich wollte auch schießen, aber das ist gesehen. Hübsche Flugrolle. Bloß mit so vielen Messerstichen in den Hals, dass da der Kopf noch dran bleibt. So. Links, rechts. Na, links wohl nicht. So, einen Schluck Kaffee zwischendrin. Da ist auch zu. Das ist. Wenn überall zu ist, ist aber blöd. Nein, da ist nicht zu. Gib mir den Apfel. Zieh es nicht in die Länge. Du kannst nirgendwo hin. Und ich habe eine Pistole. Apropos, wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Okay, Desmond. Game over. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Es gibt noch mehr zu tun! Tja, nein! Hau ab! Da hat er Hallos. Was zum Teufel geht da unten vor? Also, das ist aber schön, dass du extra auf mich wartest, damit ich weiß, wo ich dir nachlaufen muss. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Genug ist genug, Mr. Mann. Ich habe Sie im Geist der Zusammenarbeit eingeladen. Aber Sie dachten mir meine Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffte, wir könnten Sie schon und Ihre Erinnerungen weiter studieren. Aber Sie sind den Ärger. Spring halt irgendwo hin. Lass das. Du nervst. Hör auf mit der Schießerei. Mann. Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffe, das heißt Gastfreundschaft.
und ihre Erinnerungen weiter studieren. Aber sie sind hier ernsthaft nicht mit. Vollidiot, du hast mehr Schuss in deiner Pistole, wenn du schon schießt. Blöd, Mann. So, hier ist irgendwo hier lang gelaufen. Der Pennerkopf. Ich habe keine Karte. Wo ist er denn jetzt? Die blöden Wachen. Ich habe gesehen, wie er da runter gehopst ist. Und dann hier rüber gelaufen ist. Wir müssen den suchen, oder was? Blöder Sack. Ah, es hupt. Da ist er ja. Ach komm. Das ist mein Shelly nicht so dämlich. Bitte. Schon wieder hin. Es hat immer den Anschein, als würde er hier hinterlaufen. Über. Nicht wirklich durchs Gebäude, oder? Man! Böser Pennerkopf. Eine Pistole. Momentan rennt er aber nur weg und die ganzen Wachen sind eliminiert. Ich verstehe es halt nicht. Okay. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Kommst du da nicht hoch? Naja, dann würde ich mal sagen, mache ich an dieser Stelle hier mal eben Pause. Und hoffe, dass der Spielstand das mitmacht. Und diesen komischen anderen Vogel da, den jagen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin und
Tschüss.